So, willkommen zurück, Factorio. Also folgendes, ich habe jetzt auch Messing im Bus, beziehungsweise ich habe es auch schon angefangen rüberzuziehen, weil... wo habe ich es überhaupt hingezogen bis jetzt? Da unten. Ich brauche es ja dann bei der Strommastproduktion. Darum geht es mir ja, dass ich die besseren Strommasten habe, ja? So. Ziehen wir es jetzt mal hier rüber und dann ziehen wir es vielleicht sogar noch weiter runter. Das schaffen die mittlerweile ganz gut, die kommen gut hinterher. Was jetzt geht, ich habe gerade die fortgeschrittene Materialverarbeitung 2 erforscht. Das heißt, ich kenne Lichtbogenofen. Und habe mir jetzt, bin jetzt dabei, die Chemie- und Metall-Misch-Lichtbogenöfen herzustellen, dass ich mit der Kohle endlich Schluss machen kann. Ja. Und meine Schmelzen sind ja so aufgebaut, dass man die bedenkenlos umswitchen kann, ne? Weil die sind ja im Moment, jetzt gehen wir doch einfach mal her. Nehmen wir mal die große Standardschmelze für Eisen, ja? Die ist jetzt, glaube ich, am nächsten dran. Oh Gott, wenn ich hier durchkomme durch das ganze Chaos. Was haben wir denn hier? Also, wie sieht es denn hier überhaupt so aus, so nebenbei bemerkt? Ja, ganz gut. So, hier ist Eisen. So, jetzt ist ja hier relativ viel Platz dazwischen. Und hier ist so ein Ding, Also, es ist praktisch ein Fließband davon, ja? Denn wenn man das Fließband abreißt und dann die Greifarme eins nach innen steckt, kriegt man den Lichtbogenofen rein. Ja? Und die Kohle brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir natürlich noch genug Kohle. Das soll es noch okay sein. Problem ist aber, ich arbeite hier mit Bob. Oh, da draußen fliegt ein Heli rum, zum Südklinikum wahrscheinlich. Ich arbeite hier mit Bob. Ich kriege also später sehr viel bessere Lichtbogenöfen noch, die noch schneller arbeiten. Die Multifunktionsöfen, ja, die können auch mehr. Es gibt dann Multifunktionsöfen 1, 2, also 2 mindestens, oder sogar 3, bin mir nicht ganz sicher, von der Qualitätsstufe her. Also T1, T2, T3. Ich glaube, wir kommen bis T3, bis Tier 3 sozusagen, Stufe 3. Der hat eine 4-fach, 5-fach irgend sowas Herstellungsgeschwindigkeit. Der ist definitiv besser. Von daher wäre es eine Idee, das dann doch vielleicht umzurüsten. Auf jeden Fall werde ich jetzt alles Neue umrüsten, ja. Ja, ansonsten habe ich mir auch ein bisschen Militär weiter geforscht. Habe unten das soweit vorbereitet. Habe ich jetzt genug Bänder? Naja, genug nicht, aber ein paar habe ich. Ich würde fast sagen, Moment. Ich würde fast sagen, wir gehen jetzt erstmal noch hierher. Scheiß jetzt auf die Bänder. Habe ich jetzt noch eine... Ja, Fabrik habe ich gebaut. Okay. Wir haben das Gold soweit vorbereitet. Ich möchte aber jetzt erstmal hier was weitermachen. Und zwar... Das sind wir, oder? Ja. So, jetzt haben wir hier ja die T1-Stufen. Das kommt hier raus. Ich weiß auch noch nicht genau, wofür. Habe ich jetzt Alu hier drin schon? Habe ich nicht. Ah, habe ich hier durchgeführt und habe ich es hier stehen gelassen. Okay. Bräuchte ich noch. Irgendwie hier durchführen. Stimmt es? Ja. Was ist denn das hier überhaupt? Ach, das sind erstmal die... Ja, okay. Und das kommen dann die verschiedenen Werkzeuge. Ja, passt. Doch, ist alles in Ordnung. Aber jetzt frage mich gerade, was brauche ich noch jetzt? Hier brauche ich ja weitere Schaltung, Batterie, Elektromotoreinheit ist klar. Habe ich das wenigstens auf einem? Ja, habe ich natürlich nicht, ne? Ist ja klar. Warum auch? Filterärmchen bitte. Falsch, ich wollte Inventar öffnen, danke. Alter, warum reagiert denn die Maus manchmal nicht? Das nervt ein bisschen. So, du nimmst jetzt von da, das ist richtig. Du legst da ab, das ist auch richtig. Du hast aber einen Versatz drin. So, du legst aufs Innere. Danke. Filtermäßig nimmst du raus. Die Batterien.
Wo sind denn die jetzt schon wieder? Oi. Forschungsgeschwindigkeit, ja, das wird dann jetzt richtig teuer langsam, aber ich glaube, da fangen wir jetzt sogar schon an. Tatsächlich. Ja. Okay, machen wir hier weiter, damit man nämlich dann mal zu den fortgeschrittenen Elektrotechnik 2 kommt. Das wird auch noch grausam. Egal. So, Forschungsgeschwindigkeit weiter. Was nimmst du raus? Batterie? Wo ist denn die Batterie versteckt? Ist das kein Zwischenprodukt? Ach, es ist ein Bobs-Zwischenprodukt, weil es ein anderes Rezept ist. Alles gut. So, und du nimmst raus Elektromotor. Das brauche ich jetzt aber wieder bei normalen Zwischenprodukten. Dankeschön. So. Soweit korrekt? Jo. So, damit haben wir unser erstes. Danke. Ich möchte jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Dauert halt jetzt noch, sorry. Gehört jetzt mal dazu, dass wir das fertig kriegen, die Robis. Weil vielleicht nehme ich ja doch ein paar, auch wenn sie mich eigentlich ein bisschen ankotzen. Ich mag die nicht so. Hefti ist der volle Freund davon, das weiß ich. Ich bin nicht so der Roboterfreund, es tut mir leid. Die Logistikroboter ist angenehm, ja, durchaus, wenn man sich beliefern kann. Wo kommen jetzt die scheiß Motoren her? Da bin ich auch durchaus gewillt, das zu machen. Ja, mal die blöden Elektromotoren weg. Ich weiß nicht, wo die jetzt herkamen. Wo hat denn die jetzt hergezogen? Spasti. Ist mir das hier oben irgendwo passiert? Naja, kann ja eigentlich nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Ach! Du Pennermatze! Da kommt der her. Ja, da müssen wir natürlich wieder anders stellen irgendwie. Wir haben ja gesagt, Elektromotoren brauchen wir eventuell nochmal, kann sein, aber die müssen wir dann hier so durchführen. Dankeschön. Das ist einfach von dem Band draufgelaufen. Ganz einfach. So. Okay, runter mit dir. Okay. Das war der erste Streich. Der zweite folgt sogleich. Jo. Da, erweiterte Schaltungen. Habe ich doch auch schon irgendwo. Ah, ich habe sie nicht reingezogen. Das war das Problem. Brauche ich es hierfür noch irgendwas? Nö, ich denke nicht. Das Problem ist aber, ich brauche es sehr wohl noch irgendwo. Ich habe einen Fehler gemacht. Was ist denn mit den zweiten? Ach so, die brauchen es nicht. Ablenkungsrobotergehirn oder auch hier die Konstruktions 2. Die brauchen einfach nur mehr von dem, was sie schon brauchen, aber sonst brauchen sie nichts. Okay, ja, dann geht's ja. Ablenkungsroboterwaffe. Die braucht Glas, Messing. Toll. Und Smaragd. Was braucht die? Stahl bis jetzt nur. Ha! Naja, gut, mal gucken. Konstruktionsroboterwerkzeug ist das Zweier. Das braucht dann Messing und Alu. Jawohl. Aber das werden wir nicht hier machen. Das werden wir in einem weiteren Raum machen. Wir machen jetzt erstmal nur die Einser. Passt schon. Ich muss wahrscheinlich irgendwo nochmal einen Teiler reinmachen, den ich jetzt vergessen habe oder so. Wir können auch einfach scherzeshalber mal hier zwischendurch einfach einen Teiler reinmachen zur Sicherheit für später, keine Ahnung. Vielleicht kann man es noch irgendwie weiterführen hier drin. Ich weiß, das wird ein furchtbares Chaos später. Aber von außen sieht man es ja nicht. Soll mir egal sein, Leute. Ehrlich. So. Stimmt das soweit? Ja, ich hätte es auch hier lang führen können, ich Nasenbär. Naja, ist ja geil jetzt. Machen wir es halt so. Komme ich hier durch? Bis hier unten? Jawohl, ja. So. Wir brauchen Fabriken natürlich. Und ich nehme diesmal auch nur zwei. Wir brauchen nicht so viele davon. Passt schon. Zusammenstellen? Ja, eigentlich schon. Warum nicht? So. Und dann haben wir jetzt meinetwegen. Schnellen Greifarm. Ne, wir müssen erstmal das Band setzen, was sonst macht der jetzt eh gleich Mist. Jetzt überlege ich nur gerade, wie setze ich den jetzt. Wenn ich so hin mache, macht das. Und dann schauen wir weiter, dass wir das machen. So rum.
weiß nicht, ob man das Gebläge jetzt gehört hat im Video. Das ja, kann sein, dass er das dann gehört hat kurz. So stimmt's, genau. Ja, genau. So soll es sein. Nein. Ich brauche den da. Und ich brauche den langen. Ja, der lange ist ja eigentlich eh. Ne? Eigentlich Schmarrn, aber er vereinfacht mir ja doch ein bisschen was. So. Und dann brauche ich einfach nur welche, die mir das fertige Produkt hier außen hinlegen. Und die legen ja außen hin und dementsprechend passt es wieder. Ne? So, und dann kommt hier unten eine Kiste hin. Mit einem Filterarm. Hallo. So. Und der filtert dann das Gestell 2 raus. Ja. Und die Kiste wird aber begrenzt. 5 Stück davon reichen. Ja. Hier habe ich eben ein paar mehr gemacht. Das ist genug. Gut. Und ihr kriegt jetzt den Auftrag, ihr sollt bitte herstellen, Flugroboter Gestell 2. So, loslegen. Dankeschön. Und schon geht's los. Dieses war der erste Streich. Unten habe ich mal meine Goldminen aufgebaut, auch schon. Boah, das dauert ja Ewigkeiten. Ja, tatsächlich, 20 Sekunden so ein Teil. Wow. Naja, gut. Okay, jetzt habe ich hier falls dann irgendwo noch mal was, wo ich abzweigen kann. Passt schon. Und dann geht es seinen Gang. Weiter geht's. Das Zeug jetzt hier. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, was ist. Das ist ja klar. Ja, komm. Autosave fertig machen. Dankeschön. So, wo geht denn jetzt hier? Das brauche ich bitte. Stopp, so nicht. Ja, das wird ein bisschen schwierig, ob ich da überhaupt noch was machen kann. Weiß ich nicht, aber wir werden sehen. Ob ich da noch irgendwo durchkomme, ne? Was ich da noch habe hier. Habe ich noch einen Motor, den ich eventuell durchbringen muss? Oh Mann. Aber ich habe hier oben auch einen Teiler rein. Super, ja, ich habe ja doch einen Kopf. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob er immer funktioniert, aber ich habe auf jeden Fall einen. Das ist doch was. So, dann her damit. Oh. Dann haben wir hier ein unterirdisches. Zack. Ich hoffe, da vermischt sich nichts, aber ich glaube, das kann nicht passieren. Das geht nur bei Rohren, ist das ein bisschen risikobehaftet, aber bei Teilen kann da, glaube ich, nichts passieren. So. Jawohl. Stapelgreifarm. Ja, warum denn nicht? So. Jetzt. Was brauchen wir denn jetzt? Meinetwegen fangen wir mal mit Logistikrobotern, weil das sind welche, die ich mir vielleicht wirklich vorstellen könnte, das haben zu wollen. Auch Konstruktionsroboter, weil die können ja abbauen auch. Die können wir dann den Wald abholzen und so und können wir den in Kisten legen. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Passt schon. Gut, dafür brauche ich jetzt, ich rede erstmal vom Einser. Gestell, Gehirn, Werkzeug. So, Gehirne wurden doch hier gemacht, war das soweit korrekt? Jo. So. Ach, ich habe beide, genau, und ich habe gesagt, ich trenne das dann, sorry, ich habe gesagt, ich trenne das dann draußen, weil ich nicht den Platz habe. Aha. So war das. Okay. Ich meine, wir können ja T1 und T2 in einer Fabrik machen, ja? Jetzt zieht es wieder richtig los, das ist klar. Aber passt schon. So, da brauchen wir auch einfach nur einen schnellen. Da brauchen wir nicht filtern und nichts, das ist schon mal schön. Ja, nee, ist klar.
und raus. Gut. Jetzt haben wir leider folgendes Problem. Scheiße. Nee, das ist gar nicht hier. Aha. Ich hätte jetzt schwören können, es wäre, naja, gut, egal. Also hier kriegen wir es hin. Täh. Ach, warte mal. Das, ja gut, brauche ich zwar alles hier drin, aber... Ah, das ist doch kacke, ist doch das. Moment. Wir wissen ja, dass das funktioniert. Ah, scheiße, das nützt mir nichts. Hätte ich mir mal besser vorher überlegen müssen, ne? Das ist wieder typisch. Was habe ich denn jetzt hier? Logistikroboterwerkzeug und Konstruktionsroboterwerkzeug, das ist hier. Hier ist Konstruktion. Das hier. Kann ich einfach mal hier rein tun. Und hier ist das Logistik, kann ich auch hier rein tun. Bitteschön. So, habe ich noch irgendein Blödsinn dabei? Nee. So, hilft mir das jetzt, damit ich hier gerade durchkomme irgendwie? Ich bin doch Horst, ey. So. Ja, es hilft mir. So. Den kann ich hier direkt irgendwie durchknallen. Das ist jetzt das Gehirn für... Ah, das sind die falschen. Das ist für... Moment, was ist denn jetzt das Grüne? Konstruktion ist das Grüne. Ah ja, und da habe ich eins, das muss ich hier unten rausführen. Ah, da war ja was. Das habe ich dann gehen gelassen, weil ich die Schnauze voll hatte. Dann habe ich erstmal ums Gold gekümmert. Bringt mich jetzt natürlich auch nicht so wirklich weiter. Okay. Kommen hier raus. Okay, aber die kriege ich durch, das ist kein Problem. Nur die Überlegung, warum habe ich die nicht auch beide auf 1? Das wäre doch viel einfacher gewesen. Welchen Hirnfick hatte ich denn da wieder? So, rein damit. Oh Mann, hier ist auch kein Platz mehr, um noch irgendwas hier durchzubringen, ey. Ich hoffe, dass mir das erstmal reicht. Ich meine, ich bin ja froh, wenn ich überhaupt die Mark 1 habe, ne? Besser geht's normalerweise. Ich glaube, gut, T2 oder was gibt's, glaube ich, sogar im Vanilla. Oder irgendwas ähnliches. Oder Verbesserungen. Aber ich bin ja froh, wenn ich die Mark 1 habe. Ja. So. Gut. Gehirne für Konstruktion sind drin. Gehirne für Logistik sind auch drin. Ja, passt. So, bevor das jetzt wieder viel zu lange wird, na, im Moment geht's sogar noch. Okay. Holen wir erstmal das Zeug hier rein. Also, hier kommt was an, hier kommt was an. Hier kommt was an, hier kommt was an, hier kommt was an, hier kommt was an. Und ich glaube sogar hier kommt was an. Jawohl. So, wenn wir jetzt sagen, ich möchte anfangen mit den Logistikrobotern, dann brauche ich natürlich ein Flugrobotergestell. Ach ja, ha! Die brauche ich auch noch hier drin. Hehehehe. Du hast das Zauberwort nicht gesagt. Hehehehe. Hehehehe. Scheiße.
Jetzt habe ich Batterien im Inventar, das ist ja fast nicht nervig, ey. Ah, die kann ich dem hier reinballern. Weil Batterien, ja gut, ich glaube, ich brauche später sogar Batterien im Inventar. Aber jetzt gerade nerven sie mich. Wo sind die jetzt? Ach hier, relativ viele habe ich schon davon. Ja, okay, dann lassen wir sie mal drin, was soll's. Das ist wieder Stapelbonus. Alter Schwede. Okay. So. Ja. Ist jetzt ein bisschen doof, aber okay. Aha, Nerv. Filter. Ja, unten braucht kein Filter rein. Da kommt einfach ein schneller hin. Aber wir können auch erstmal warten. So, du kriegst natürlich einen Filter. Und zwar kriegst du den Filter. Du sollst bitte Robotergestelle her tun. So. Ach, warum mache ich das eigentlich immer falsch rum, ja? So. Okay. Das andere lassen wir mal noch aufstecken. Das ist jetzt mal wurscht. Was soll ich denn das machen? Das ist doch scheiße, ist doch das. Es ist doch scheiße. Warte mal. Geht es dann, dass ich den hier... Nee, geht nicht. Aber so vielleicht. Vielleicht habe ich dann irgendwie eine Chance, eine Kurve reinzubauen. Und zwar... Ich probiere das schon mal aus. So. 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 Dann den Tunnel. Nee, den Tunnel. Doch, bringt mir was. Ist okay. Und zwar... Nee, bringt mir nichts. Kann ich es durch den Tunnel ankommen lassen? Würde das gehen? Würde gehen. Wundert mich. Weil ich war der Meinung, das geht nicht. Aber okay, es geht. Das ist prima. Okay. Gut. Ein unterirdisches hierher. Ja, und dann haben wir doch schon das Rätsel gelöst. So. Also habe ich dann die Gehirne hier. Die Gestelle erstmal, das Wichtigste, den Rahmen, ne? So, hier muss ich dann auch so durch. Damit ich den hier noch irgendwie vorbeibringen kann, falls ich nochmal irgendwo brauche. Weiß gar nicht, warum habe ich denn die Mark 1 hier reingeballert? Was hatte ich denn da für einen Hirnfick? Hä? Grundlegende Platine, okay, aber ach so! Da habe ich kein Verteidigungsrobotergehirn. Ich habe doch ein Verteidigungsrobotergehirn. Nee, Moment mal. Ich hab's ausgeschaltet. Meine Funktion, okay, alles gut. Och nee, ey. Geil. So, jetzt stimmt's wieder. Dankeschön. Alter, bist du ein Horst, ey. So, was brauche ich noch? Ich brauche hier unten noch nichts gestellt. Das ist das Wichtigste. La la la, la. Machen wir so, passt schon. Jawohl, super. Oh, irgendwas stimmt nicht. Ah, Mann. So, da gehen sie rein. Viel Spaß. Gold ist vorbereitet. Das lassen wir jetzt ruhen. Ich möchte mich jetzt um die Robis hier kümmern, dass die fertig werden. Dass die schon mal in irgendwelche Kisten kommen. So, wir fangen an mit Logistik, haben wir gesagt. So. Wir brauchen also hier einen Teiler. Aber einer wird nicht reichen. Ich möchte haben Logistikroboter, Bauroboter. Und wie sieht es bei Kampfrobotern aus? Was brauchen die? Die brauchen doch auch ein Flugrobotergestell, oder nicht? Hier, Verteidigerkapsel, Verteidigungsroboter. Wo ist der? Wo ist der Verteidigungsroboter? Hier. Braucht auch Flugrobotergestell. Ja, natürlich. Okay, also muss ich das nochmal trennen irgendwo. Okay, egal. Jetzt haben wir erstmal hier und so führen wir es weg und da teilen wir es dann halt meinetwegen einfach. Ja, so ganz bestimmt. Einfach nochmal. So.
So ein Schwan. So, Logistikgehirn haben wir hier. Am besten wärst du vielleicht gleich zu teilen, ne? Weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die Zweier überhaupt noch hier unterbringe. Was brauchen denn die Zweier? Das schauen wir uns erstmal schnell an, komm. Dauert wieder zu lang, aber was soll's. Ja, das Flugrobotergestell, okay. Und dann ansonsten das Gehirn und das Werkzeug, das Bessere. Das kriege ich eh nicht mehr alles hier unter. Also machen wir das anders. Wir gehen hierher. Bringen den hier rein. So, hier runter. Es ist nicht unbedingt schön, was ich hier mache, aber okay. Machen hier zwei Filter ran. Die Kisten würde ich fast begrenzen. So. Und dann kriegst du den Auftrag zum Beispiel. Ja, ist ja wurscht welches, ne? Gehirn 1 zu nehmen. Und dann nimmst du halt Gehirn 2. So, viel Spaß. Und dann kann ich nämlich davon wegnehmen. So, Logistikwerkzeug. Welches ist das jetzt? Das untere oder das obere? Habe ich doch schon wieder vergessen. Das ist Logistik. Das ist das ist Logistik. Okay. So, die Verteidigung können wir notfalls unterirdisch irgendwie durchführen. Ich möchte jetzt erstmal schauen, wie kriege ich das jetzt hin. Den führen wir am besten gleich mal hier irgendwie so. Moment. Ah, das war jetzt wieder Matze, absolut, ey, war das geil. So ein Schwachsinn. So. Okay. Hydrat. Ja, das wird ein schöner Festbrennstoff, der ist richtig geil. Angereicherter Festbrennstoff, aber den kann ich allerdings auch schon wegen der Chemieverarbeitung machen. Nee, wegen der nicht. Moment, wo war's? Ach, Chemie 3. Da kann ich nämlich auch noch einen aus Flüssigtreibstoff. Wir hatten das Problem, Hefti. Wir wollten versuchen, mit Sprit den Kanister zu füllen und dann das Auto zu betanken. Das geht nicht. Ich kann aber die Kanister wieder weiter verschicken. Ist vielleicht leichter zu handeln als Rohre. Den Treibstoff jetzt, den Flüssigtreibstoff. Verschickt den weiter in die nächste Fabrik oder in ein nächstes Fabrikgebäude und macht da draus angereicherten Festbrennstoff, ja? Hier. Brauche ich Flüssigtreibstoff und mehr nicht. Bumm. Los geht's. Ja? Wo wird das hergestellt? Ich nehme an, in der Chemiefabrik. Aber gut, egal. Erstmal nicht wichtig. Wichtig ist jetzt Robis. So. Ich brauche jetzt ein Band. Jetzt überlege ich gerade, wie mache ich dieses Band? Wenn ich das mache, nimmt er das Äußere. Ja, ist ja wurscht. Ist ja egal. Passt schon. Nee, passt nicht. Ja, doch. Kriegen wir hin. So. Es sieht komisch aus, aber ich denke, es wird im Nachhinein funktionieren. Gib mir das Gehirn. Was brauche ich denn noch? Gehirn? Ja, Werkzeug und Gestell halt. Das Robotergestell. Das habe ich ja hier unten. Das muss ich einmal hochziehen. Irgendwie unterirdisch am besten. Und außerdem muss ich das nochmal teilen, so wie ich das sehe, glaube ich. Wir machen das einfach mal zur Sicherheit. Die kann ich notfalls irgendwie unterirdisch wegbringen. Erstmal, das ist mir wurscht. So. Hier durch. Jetzt saugt man natürlich unsere Vorräte leer, aber das ist mir jetzt egal. Ich möchte das noch haben. Oh Mann, das wird schon wieder ein dreiviertel Stunden Video. Furchtbar. So. Horst. Da. Erster Teil. Das muss jetzt alles nicht schön aussehen. Ja, bin ich ganz ehrlich, es muss nicht schön aussehen. Ich will, dass es funktioniert. So.
Okay. Ja, was ist los? So, das müsste Bauroboter sein hier. Da müssen wir aber so durchkommen. So. Und fertige Produkte. Mit einem langen hier drauf. Ja, so bestimmt nicht. So. Dann brauchen wir eben den langen, schnellen, aber keinen langen filternden, den brauchen wir nicht. Und der arbeitet dann auf das Band. So, mehr brauchen wir nicht. Was wir jetzt noch brauchen, ist dann natürlich den hier. Und auch die würde ich erstmal begrenzen, die Kiste. So. Und jetzt kriegt ihr den Auftrag, Logistikroboter herzustellen. Ja? Los geht's. Oh, diese gehen sogar ziemlich schnell. Bam, bam, bam. Endlich, ja? Genau dasselbe mache ich jetzt noch mit Konstruktion. Konstruktion ist hier das Werkzeug. Hier habe ich dann nochmal ein Dingsbums und Gehirn. Wo ist Gehirn? Achso, das waren die Grünen. Die Grünen waren die Gehirne. Okay, da hole ich mir dann auch also das T1. Das ist das, was nicht rot leuchtet. Das da also. Mache ich das Ganze noch mit Konstruktion. Und dann mache ich noch das mit Waffen. Und den Rest führe ich hier wieder raus. Weil T2-Roboter mache ich dann erst in der nächsten Fabrik daneben. Und hier irgendwo drunter mache ich noch die Ausrüstung für T2. Und dann die nächsten T3 und T4, die mache ich in einem vollständig neuen Fabrikgebäude. So, ich habe meine Robis. Ich habe Gold vorbereitet. Roboter laufen. Ja. Ich kann forschen ohne Ende. Das ist ziemlich nett. Warum habe ich es nicht gestartet? So. Nächste Forschung, die richtig interessant wird. Also ich nehme wahrscheinlich jetzt noch offscreen ein, zwei Forschungen in Angriff. Und zwar bin ich dann bei. Wie heißt's? Elektrotechnik 3 und es gibt mir die Logikschaltung. Ja, das ist das nächste. Elektrotechnik 2, fortgeschrittene Elektrotechnik 2, also ja, Elektrotechnik 3 praktisch. Ja, gibt mir die Logikschaltung. Die praktisch so ein Mini-Prozessor oder sowas drin hat, ja? Gut, wir machen hier Schluss. Ich sag danke fürs Zuschauen. Das war mal wieder. Das Geilste war die Aktion mit dem, dass ich mir das Band abgeknapst habe hier unten. Und denkt, das passt schon alles, ne? Ja. Geil. Danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Part. Dann dabei Gold und dieses andere Mischding da, das Rotguss für die Waffenproduktion an den Bahnhof zu bringen. Unten. Eine zweite. Bis dahin. Hoppala. Autosave. Das passt ja wie die Faust aufs Auge.